Seht ihr das? Ach, scheiß die Wand an. Dein Ernst? Okay, also er macht offensichtlich so nichts. Ach, nö. Wie kriegen wir den denn da jetzt hin? Okay, ich würde sagen, wir zerschlagen hier erstmal sämtliche Büsche. Das ist was, was ich von Zelda noch unwahrscheinlich liebe und zu schätzen gewusst habe. Sämtliche Büsche zerschlagen und Geld verdienen. Wenn das im realen Leben so gehen würde. Ah, ich glaube, es gäbe keine Natur mehr. Nein. Hä? Kannst du den irgendwo... Ah, okay, zu langsam. Das heißt, das Teil wird dahin... Okay, dann gehen wir dahin. Hä? Wie soll das funktionieren? Ich weiß gerade nicht so ganz. Also, und wenn wir das so und auf... Oh. Hä? Wie kriegen wir den Bären dahin? Ach Manu, ich hasse sowas. Also ich weiß gerade nicht, wie wir den Bären animieren sollen, dass er da irgendwie reinläuft. Ah, und den da oben? Mensch! Weil vielleicht, gucke mal. Ah, lass mich in Ruhe. Ach, jetzt haben wir den wieder da. Mann. So, geöffnet. Weil vielleicht... ja, so kann man natürlich auch Geld machen. Indem man das Level einfach immer nochmal und nochmal und nochmal macht. Wenn wir... Lass mich überlegen, wenn wir uns da hinstellen, erst den und dann den. Ah! So funktioniert das also. Okay. So klappt das. Ich hoffe, das speichert er jetzt auch. Unser Bär ist jetzt also ausgebüxt. Und ich weiß nicht, können wir gucken, wo der Bär hingerannt sein könnte? Nee, ist gerade so nicht zu sehen. Hihi, sehr schön. Aber wir hätten noch eine Waffe für den Honig. Ja gut, wo auch immer unser Bär jetzt hingerannt ist. Wir sind durch. Aber, weil das sind ja diese Baumstämme, die auch da draußen liegen, wo wir hergekommen sind, ne? Habt ihr da irgendwo Honig gesehen? Können wir den Bär domestizieren? Können wir den als Haustier irgendwie halten? Das ist natürlich auch praktisch. Oben war nichts, ne? War hier was? Ja, hier war was. Oh, eine Falle. Oh nein. Können wir denn die Falle? Oder müssen wir? Warte mal, Wald-Irrgarten. Ja, perfekt. Also, ich denke mal, ich weiß, wer sich da gleich verlaufen wird. Na, wisst ihr das auch? So, wir haben jetzt der Eule das Haus geklaut. Wir machen uns hier echt beliebt im Wald, ne? Wenn es ja einen Förster gibt, ich glaube, der will uns hier nicht lange sehen. Den Eulen klauen wir das Haus, den Bären lassen wir aus dem Zwinger raus in die freie Walachei. So, das heißt, Warnung an alle Wachen. Bärenfallen werden automatisch zurückgesetzt. Was heißt zurückgesetzt? Das heißt, wenn wir da jetzt reintreten, sind wir tot, kaputt. Ich würde sagen, wir testen das einfach mal. Ah, okay, gut. Ja, so können wir das natürlich auch machen. Die bekackte Eule. Wir können einmal nach unten. So, und finden dann eine Schlüsselkarte, womit wir, wer weiß, wo hinkommen. Da können wir immer noch nicht rein. Aber vielleicht gibt es da ja irgendein anderes Tier. So, inzwischen zerstöre ich hier die Büsche, warte auf diese hässliche Eule. Malträtiere die hässliche Eule. So. Ah, hab mich lieb. Die sind auch echt robust, die Teile, ne? Die sind auch wirklich robust. So, wir wollten ja hier eigentlich, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, irgendein Mädchen befreien. So, weil hier haben wir nirgendwo Honig. Aber das hieße ja, dass eigentlich der Bär
Ja, gucken wir mal. Ich habe keine Ahnung. Büsche, ganz viele Büsche. Schön. Im Buschland. Ja gut, dann würde ich sagen, gucken wir, was doch so, was da steckt im Busch. Hinter Busch. Haha, so, siehst du? So kann man auch vor Eulen flüchten. Man wechselt einfach in einen anderen Bildschirm. Das ist auch eine Methode, die man machen kann. So, da unten ist der Bär. Da haben wir einmal Honig, der das hier zerbrechen kann. Würde ich auf den Bären tippen. Na, Entschuldigung, du bewachst doch nicht den Bären, oder? Aufs Maul. So. Okay. Ja, oha. Das heißt, es ist so eine echt eklig kombinierte Geschichte. Ich überlege gerade, was wir da jetzt am klügsten als erstes, zweites und drittes machen. Ich bin gerade am Überlegen, weil wenn wir den da oben... Ach, ich bin noch nicht so schnell. Und jetzt schnell, hoppa. Ach, scheiße, da fehlt uns hier noch ein dritter, ne? Ach, doof. Okay, das heißt, vier Sachen. Ja, das weiß ich doch. Chill. Er tut uns ja nichts, der Bär. Ja, habe ich doch verstanden. Lies doch nicht jedes Mal den Text, nur weil er da steht. So, das heißt, was machen wir am klügsten? Ich glaube, warte mal, wir nehmen jetzt einfach mal die Falle. Das, das und... Wo war's? Himmelarsch. Da oben war doch noch eins. Scheiße, dann kommen wir nicht weg. Okay, so funktioniert das schon mal nicht. Theoretisch hätte der Bär ja jetzt eigentlich in die Falle tappen müssen, ne? Von wo sehen wir das wirklich erst von da unten, ne? Ich mag ja so eine kombinierten Geschichten eigentlich überhaupt nicht, weil ich dafür echt unfähig bin. So, das heißt aber übersetzt, denk. Wir machen das. Wir laufen da oben hin und los! Ja! Sehr cool. Ja, warum mag ich so eine kombinierten Sache nicht? Einfach aus dem Grund, weil wenn ich sehe, dass irgendwie meine Zeit runterläuft, dann werde ich einfach nur hektisch. Und wenn ich hektisch werde, dann denke ich nicht nach. So, genau so spielen Frauen manchmal. Oder ich. Das ist nicht unbedingt der klügste, die klügste Variante. So, ich habe keine Ahnung, was wir aufgemacht haben. Ah, okay, das heißt, das ist wie im allerersten Level mit den Lasern, haben wir das gleiche jetzt mit Türen, die wir offensichtlich mit Schaltern wieder öffnen müssen. So, das heißt, wir haben ungefähr in den einzelnen Leveln schon ein ähnliches Spielprinzip, was ich jetzt prinzipiell nicht schlecht finde. Dann hast du wenigstens ein paar Fixpunkte, wo man sich hier... Ne? So, und außerdem haben wir ja noch Lieferaufträge, die wir ausführen müssen. Irrgarten ist gut. Irrgarten ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Ich bin auf jeden Fall prädestiniert dafür, mich zu verlaufen. Und ich glaube, ich werde mich auch richtig, richtig, richtig böse verlaufen. Ich sehe das jetzt schon. Scheiße! So, ganz genau so sieht das aus. Weil wenn ich dann nämlich auch noch an irgendeinem anderen Punkt starte, dann ist gleich schon mal komplett vorbei. So, was wollen wir? Wir wollen, dass er uns das da oben kaputt macht. Das heißt... Theoretisch erreichen wir das, wenn ich... Achso, so, das und... Das, dann müsste er nämlich darüber laufen. So, aber das war irgendwie noch nicht so die ganze Miete. Die halbe, wollte ich sagen. Weil wir wollen ja, dass er hier nach unten... Weiß ich gerade nicht, wie das funktionieren soll. Achso, wenn wir da an die Seite gehen vielleicht. Ich weiß nicht, ob das machbar wäre, wenn wir uns da an die Ecke stellen. Warte mal, wenn wir uns da hinstellen, müssten wir den da. Und wenn wir uns da hinstellen, müssten wir auch
den da kriegen? So, es ist die Frage. Ah, okay, er ist in die Falle gerannt, glaube ich, ne? Doof, 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 doof. Okay, okay. Wenn wir erst die Falle, dann den und dann irgendwie den. Ich probiere einfach, was geht. Ha, okay, kriegen wir mit dem Jungen auch hin. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich weiß nur gerade nicht, wie wir ihn da runterkriegen sollen. Ah, ja, das klappt so, glaube ich, irgendwie nicht. Nicht schlimm. Ich glaube, dann wechseln wir... Warte mal, von unten sind wir gekommen, ne? Nee, sind wir nicht. Hier sehe ich auch ganz viele Fallen. Ach, scheiße. Ich merke, das ist schon voll mein Spiel. Was habe ich jetzt... ach so, das war der erste Schalter. Na, siehst du. Da erkennst du mal, wie doof ich bin. Ah, schön. Ja, dann würde ich sagen, lauf doch mal eine Runde nach oben. Ah, ja, ja, genau. Der hat uns ja hier jetzt... Ahaha. Ja, wenn da jetzt noch so eine blöde, bekloppte Eule dazwischen kommt, ist das natürlich echt kontraproduktiv. So. Die Eulen sind wahrscheinlich auch dann am Endeffekt eine Tür, ne? Könnte ich mir vorstellen. So, aber wir haben ja auch eine Schlüsselkarte gefunden, wenn ich das so richtig noch in Erinnerung habe. Das heißt, wir abgeschlossen. Aber du hast doch eine. Ach nö, jetzt haben wir da unten Geld. Ach, doof. Ja, da kommen wir auch nicht weiter. Ich würde sagen, dann laufen wir erstmal da nach unten, weil da kommen wir ja, glaube ich, weiter. Beziehungsweise da kamen wir her. Da kamen wir her. Zumindest können wir hier unten gut Cash machen, glaube ich. Ein bisschen was einsammeln. Ja, das finde ich, ist auch immer ganz gut, wenn du wieder rausgehen kannst aus einer Karte, wieder reingehst. Und du findest dann immer wieder neue Münzen oder Herzen. Das ist so der klassischste, beste Vergleich Zelda, Ocarina of Time in Hyrule, dieser Raum mit den Krügen. Was bin ich da immer rein und raus und raus und rein und habe dort Geld gefarmt ohne Ende, also bis ich das Portemonnaie nichts mehr tragen konnte. Ja, so kann man das machen. Okay, hier brauche ich jetzt jemanden, der das öffnen kann, wollte ich sagen. Der das schnetzeln kann. Ich